kommt hier unser Abstauber, ja, wie immer bei WoW. Typisch Krieger. So. Perfekt. Perfekt. Und jetzt werden aus unserem 88 Gold werden sogar sage und schreibe 90. Und wir kriegen den Hinweis, dass wir wieder ins Startdorf gehen sollten. Mit unseren zwei nachlevelnden Characters. So. Da schauen wir mal. Der Verzauberer. Die Zutaten. Ihr habt sie. Ihr habt mir sehr geholfen. So, juhu. Ihr habt es geschafft. 690 Gruppen-EP. Also so kann man sehr schnell nachleveln, meiner Meinung nach. Rettungsmission überbringen. Grüner Zierapfel. Zielapfel. So, machen wir hier mal die Rettungsmission. Ein Kind kommt auf euch zu und spricht euch an. Habt ihr meinen Großvater gesehen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Woher soll ich da wissen, wo er ist? Jetzt aber, ist doch nur ein Kind. Du musst wirklich nicht so gemein sein. Keine Sorge, wir werden ihn suchen. Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Um den Gegenstand Großvater zu retten, müssen alle drei gegnerischen Angriffswellen besiegt werden. Oh nein. Oh nein. Vamp! 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 Das war sehr knapp, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja. Das kann aber älter werden. So. Hier verschwinden. Verschwinde mal in dein kleines Versteck. Zack. Perfekt. Oh mein Gott, eine Elite-Ratte. Ich weiß gar nicht, was wir da machen können. Vielleicht ausschlitzen. Schlitz das Schwein auf. Wow. Zack, zack. Ja, Mann. Jetzt müsste der Opa gleich wieder da sein, wa? Wir haben ihn befreit. Kann ich ein paar Freunde einladen? Nein, noch nicht. Großvater, vielen Dank. Ich kam nicht mehr aus der Kirche, weil sie voller Monster war. Juhu, Großvater, du bist zurück. So, okay, da haben wir es wieder mal geschafft und eine Karotte als Belohnung noch zusätzlich bekommen. Hier gehen wir jetzt wieder auf Passiv. So, dann hat er unter anderem auch eine höhere Bedrohung und regeneriert auch mehr Leben. Lebenspunkte, was wollen wir hier machen? Hier wollen wir noch den einen Point investieren für hier Passiv, dass er noch stärker ist. So, Beutezug, Eskorte überbringen. Beutezug. Hey, Abenteurer, wie wäre es mit ein bisschen Hilfe? Den kennen wir doch schon. Mir sind die Übungsziele ausgegangen und daher habe ich mich gefragt, ob ihr nicht zufällig grüne Äpfel bei euch habt. Die grünen Äpfel findet ihr im uralten Dschungel. Die Wilden haben mir viele Äpfel gestohlen, aber wenn ihr die Pflanzen südlich von hier umsäbelt, solltet ihr einige von ihnen finden können. So, okay, dann werden wir mal zu diesem komischen, dicken, dichten Wald laufen, ja, und dort mal ein paar Pflanzen umsäbeln. Yay, wir sollen 16 grüne Zieläpfel sammeln. Und dann kämpfen wir doch mal gegen drei Pflanzen. Genau, dann haben wir uns den da erstmal vom Halse gehalten. Und machen hier mal Spalten. Oh, okay. Ja. Genau. Und normalen Schlag. Und der war auch der Betäubungsschlag. Okay, das war natürlich schön. Steinhaut. Genau. Doppelschlag. Zack, zack. Komm, Doppelschlag. Ich hab auch gelacht. Du kleines Vieh. So, zwei grüne Zieläpfel. Schön. Also das ist hier wieder mal so eine kleine Quest mit der Herausforderung. Aber ich sag bloß, das hier mit dem Betäubungsdings, das ist schon sehr praktisch. Den Betäubungsschlag. Oh Mann. Ich hoffe bloß, dass die den
Alter, da hatte ich echt Masse. Da hatte ich echt Glück. Da hatte ich echt Glück. So. Und Schlag. Das war echt gut. So, hier wieder Betäubungsschlag. Und nee, Spalten bitte nicht. Spalten kannst du zu Hause machen. Ich mag Schildkröten. Ich nicht. Betäubungsschlag. Sauber. Und sauber. So muss das sein. Da hätten wir wieder 312 Gold generiert, 3 grüne Zieläpfel. Also, und jetzt wollen wir dem mal das Rasten gönnen. Am Tag 186 unserer Abenteuerreise. Wir haben uns abgespalten von unserer alten Gruppe. Sind in einem alten Urwald. Guck uns die Pilze an. Und die Bäume sprechen mit uns. Oh mein Gott, das sieht aus wie der Baum von Pocahontas. Dieser uralte Baum, der mit Pocahontas gesprochen hat. Oh mein Gott, wo sind wir hier bloß hingeraten? Haufen Pflanzen, die uns angreifen. Nein. Das darf nicht sein. Scheiße. Ich wollte doch nicht spalten. Nun gut, Betäubungsschlag. Einfacher Schlag. Betäubungsschlag. Steinhaut. Betäubungsschlag. Einfacher Schlag. So. Also doch, der ist sehr, sehr effektiv. Sehr effektiv, kann ich nur empfehlen. Also, Respekt. Respekt. Also fand ich gut, dass ich den dann nochmal so entdeckt hatte. Mehr oder weniger entdeckt hatte. Ich habe es mir schon so überlegt gehabt. Aber nun gut. Boah, hier. Spalten. Schlag. Spalten. Jo, passt. Sauber. Yeah, Victory. Und da hätten wir wieder 12 Gold generiert. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir haben gleich ein Level up wieder. Wir brauchen noch 8 Zieläpfel. Ah, Betäubungsschlag. Alte Marotte. Wumms. Jetzt hauen wir hier wieder bei irgendjemandem einen Schlag rein und hoffen, dass der... Da hat uns genau der Falsche getroffen. So, kann man natürlich nicht wissen. Passiert. Betäubungsschlag. Super. Okay, und hier nochmal einen normalen Schlag setzen. Da in die Pflanze rein. Das kriegt der... Na. Doppelschlag. Genau, das hat er von seinem Gärtner gelernt. Bam! Bam! Yeah! Und jetzt sind wir Stufe 8. Wenn nicht... Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Super. Und hier passiv wollen wir auch noch ein bisschen weiter hochleveln. Ein mächtiger Schlag führt einen Angriff mit 30% Schadensbonus aus und schwächt das Ziel. Angriffsschaden wird noch um 5% weiter erhöht und der Schwächeeffekt hält 3 Runden lang. So, und das Mana, das kostet dann ein mehr. Dann sage ich trotzdem erst einmal hier, dass dann Verspotten höher geht und hier Doppelschlag, Betäubungsschlag. Also Betäubungsschlag nutzen wir ja eigentlich rein theoretisch nur wegen... Oh ey, dann kostet das 2 Mana-Punkte mehr. Boah, nee. Dann machen wir hier den passiven Effekt nochmal höher oder hier den Doppelschlag, ich weiß nicht. Machen wir erstmal den passiven Effekt noch ein Stückchen höher. Und kämpfen jetzt nochmal gegen 3 Pflanzen. Und betäuben wir den ersten. Genau, weil durch diesen passiven Effekt erhöht sich ja unter anderem auch der Damage von den anderen Sachen. Ja, also dann können wir nämlich den Betäubungsschlag erstmal auf die erste Stufe lassen. Das wäre wirklich fett, wenn wir jetzt diese Stundenglas schon hätten.
Und wir hier alle drei Pflanzen gleichzeitig betäuben könnten. So. Okay, die hätten wir. So. Wie viel fehlen uns jetzt noch? GG, gut gespielt. Ja, also ich kenne das immer nur unter Good Game, aber gut gespielt ist natürlich auch sehr, ja, logisch. Kann man auch machen, sagen. Boah, hier kommt, die wird uns wahrscheinlich beißen. Ja, ist dies doch. Okay, und hier noch der andere Schlag dahin. Wumms, das ist down. Das Unkraut ist auch down. Und das ist auch down. Perfekt. Jetzt hoffe ich, drei Äpfel. Ja, drei Äpfel. Und wir hätten die Quest. Start klar. Wir können jetzt losreisen. Wieso kommt der Typ mit? Damit wir dem dann im Startdorf sagen können, hier hast du die Äpfel, Junge. Also das ist ja... Super, die Äpfel sehen aber lecker aus. Jetzt möchtest du wieder wegmampfen. Kleiner, dicker Mann. Ihr habt es geschafft, aber ich muss euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. So. Eskorte, 30. Beutezug. Karotte. Also hier können wir leider nichts mehr abändern. Überbringen. Eskorte. Beutezug. Dann machen wir das hier mit dem Überbringen. Edelsteine. Überbringt etwas und erhaltet dafür mit gewisser Wahrscheinlichkeit Gegenstände. Auf der Reise kommt es zum Kampf. Könnt ihr dies dem Burg, dem König von Burg abendlich überbringen? Er könnte wissen, was damit zu tun ist. Klar, warum nicht? Nehmt den Beutel und reist zur Burg abendlich. So. Warte mal, es war für Stufe 9. Ja. Gefahr. Eine Gruppe von Monster greife nach. So, okay. Betäubungsschlag. Wem geben wir eine Handkante? Dem da. Bam! Handkante. Jetzt kriegt der Nächste eine Handkante. Ja, genau. Handkante, Betäubungsschlag. Jetzt kriegt der hier auch eine Handkante. Und der kriegt da auch einen Schlag ab. Alter. Was denn hier einfällt? So. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig, Matters. Das kriegen wir hin. Ja, der ist down. Der durfte eigentlich auch nicht mehr lange machen. Betäubungsschlag. Ach du Scheiße. Ja! Ja! Victory! Okay. Juhu! Level up! Dann geben wir dem hier mal einen besseren Schlag, auch wenn es einen Mana mehr kostet. 5% mehr Damage ist natürlich sehr praktisch. So, und hier geben wir auch erstmal noch besseres Gift drauf. Begibt euch zum Startdorf. Ja. Dankeschön. So. Jetzt begeben wir uns hier im Startdorf. Verzauberer, ihr seid zurück. Danke für eure Hilfe. War eigentlich recht einfach. Ja, wir mussten bloß das Gold zum Hin- und Herfahren zahlen. Okay. Dann wäre es das erstmal. In dem Dorf können wir jetzt erstmal nichts weiter machen. Ist meine Behauptung, denn Eskorte für Stufe 30 und hier dieses Beutezug für Stufe 16, das könnten wir zwar mit den anderen machen, machen wir aber erstmal noch nicht.
Das müssen wir uns erstmal vormerken. Jetzt reisen wir mal hier in dieses in die Teufelshöhle und gucken mal, ob wir hier noch Quests haben. Ja, ich könnte aber auch mal einen anderen Ort kennenlernen. Lalala. Fledermäuse. Schwarze Fledermäuse. Also hier haben wir Jagd, Eskorte. Jagd und Eskorte. Dann machen wir mal hier die Fledermäuse tot. Anscheinend habt ihr ein bisschen zu viel Spaß gehabt. Ich werde jetzt diese Monster beschwören und sie euch angreifen lassen. Dann kann ich euch sparen. Dann kann ich Spaß haben, okay? Hey, 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 beruhig dich. Meine Monster greifen an. 6 Fledermäuse. Machen wir 7. Dann haben wir ein gutes Dutzend, ne?